Ist ein guter Tag heute, hä? Guten Tag, ist das. Guten Tag, ist das. Guten Tag, ist das. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben heute neue Felgen, frische Reifen für Jules ihren Golf 4 Fake R32. Im letzten Video haben wir ihn ja schon ganz runtergeschraubt und heute geht's weiter mit den passenden Felgen. Was das genau für Felgen sind, sieht man schon ein bisschen hier. Chris hat den ersten Karton abgeklebt, hat er dann schon keinen Bock mehr, weil so viel Werbung auf diesen Karton sitzt. Also seht ihr es schon, scheißegal, wir packen sie auch gleich aus, wenn diese Reifen montiert werden. Ich würde sagen, wir laden das jetzt einfahren zu unserem guten Freund, dem Mari, der hilft uns heute. Let's go! So, was haben wir denn hier wieder? Hast du dich nicht lumpen lassen? Nahenkrank, beste Leben, Alter. Aber sieht schon schön schmal aus. Bin gespannt, wie die auf deinen Felgen kommen. Wir teilen jetzt auf. Eine Hälfte bei Chris in den Wagen, die andere Hälfte bei mir in den Wagen. Das haben wir jetzt von unseren tollen Kofferraumausbauten, ne? Super, mit zwei Autos zum Reifen montieren fahren. So ein Mist. Naja, also schmeißen wir jetzt rein. Das ist eine kleine Fahrt zu Mari und dann ab die Fahrt. Du hast ja Bock, hey. Das läuft hier. Das ist kurz ein Männerkaffee. Männerkaffee? Ich weiß es nicht. Energy. So, einmal das gute Zeug hier, 1,71. So muss das. Naja, eigentlich nicht, aber ist halt so, ne? Bist du auch so teuer wie ich? 1,30. 1,30, Digga. Ich hätte ihn auf Diesel umbauen sollen. 1,8 Diesel nächstes Mal. Geil. So, wir sind angekommen bei Maria in der Halle. Hier ist es gefühlt 15 Grad kälter, aber wir können jetzt unsere Reifen hier aufziehen und endlich zeigen wir euch die neuen Felgen. Jules darf mal auspacken. Mach mal dein neues Unboxing-Video jetzt hier. Die Spannung ist unerträglich. Es sind wie gesagt Raffa-Felgen, sieht man ja hier schon auf dem Karton. Und es sind 18 Zoll Felgen, darf man schon mal sagen. Ja, wir haben zwischen 18 und 19 lange überlegt, aber welche es geworden sind, das zeigen wir euch jetzt. Nimm mit dem Ring runter. Ja, Jules hat sich entschieden für diese Raffa, wie heißt das Modell nochmal? RS02. RS02. Ja. Mega geile Story. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal geguckt, als so aufkam, dass sie eventuell den Golf übernimmt. Da hat sie von Anfang an gesagt, diese Felgen hätte sie mega gern. Und wir haben geschaut, da haben sie 225 pro Felge gekostet. Wir haben uns gedacht, der Preis ist echt okay für neue Felgen, aber wir wollten uns trotzdem mal umschauen, ob wir was finden, was ihr besser gefällt. Haben dann am Schluss nichts gefunden, was ihr besser gefällt. Haben wieder auf die Seite geguckt und siehe da, Ausverkauf. 150 pro Felge. Also mega Glück gehabt, dass wir gewartet haben. Haben jetzt quasi für 4 neue Felgen 600 Euro gezahlt. Und ich finde gerade bei dem Design hier, kann man auf jeden Fall auch machen für das Geld. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir vielleicht ganz kurz ran, zeigen wir die Besonderheit, welche uns dann wirklich zum Kauf gebracht hat. Seht ihr das hier, der Stern, dass der hier so rausgeht? Das finde ich sehr geil. Du hast quasi das Bett, wo reingeht und dann der Stern, der wieder rauskommt. Ist natürlich eine Einteilerfelge, aber es macht auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Optik, dass der hier weiter draußen ist. Und dann hier mit dem Zunehmen in der Mitte vom Stern und dem Deckel wirkt das ziemlich retro, ziemlich cool und ich denke, gerade auf dem Golf 4 könnte das sehr, sehr sexy kommen. Es ist eine 8,5x18 Felge mit ET35. Mal gucken, wie es passt, ob wir hinten Platz haben, ob wir vorne Platz haben. Sonst bearbeiten wir, bis es Platz hat. Jetzt kommen erstmal die Reifen drauf. Das sind hier diese Nahenkamm 215-35 mit Reifenfreigabe für diese Größe. Das heißt, es sollte keine Probleme geben. Mari ist schon drin, fängt mit den ersten Felgen an und wir gehen jetzt mit dem hier auch mal rein. So, Reifen sind aufgezogen. Großes Dankeschön nochmal an Mari. Sieht wirklich gigantisch aus mit dem schmalen Reifen und vor allem absolut legal, so wie wir es brauchen für den Daily. Laden wir jetzt ein, zurück in die Halle, dann hoffen wir, dass die passen. So, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg gewesen. Jetzt bin ich hier auf diesem Pendlerparkplatz noch angehalten, denn ich habe beim Herfahren schon was gesehen und ich habe gehofft, dass der hier noch steht. Also ich glaube, der steht auch noch länger, so wie das aussieht. Ich muss euch ein Auto zeigen. Ich bin jetzt hier gerade rausgefahren. Schaut euch das mal an. Chris, steig mal aus, du musst das Auto angucken. Hast du nicht gesehen? Nein. Guck dir mal das Auto da drüben an. Achtung. Wie krass ist das denn?
Da ist doch irgendwas kaputt, Alter. Also das ist wirklich mal ein Achsbruch. Digga! Wie bitte? Wie wär's mit nächstes Projekt Auto Ford K? Mal ganz ehrlich. Irgendwie geil, ne? So, mit dem Rost und so vor allem. So Carbon, Alter. Hab ich noch nie gesehen, Mann. Ist das geil, Alter. Ja, irgendwas ist da doch, also ganz ehrlich. Hat der Zement geladen oder was? Alter. Hey Digga, nimm mal. Warte, heb mal kurz. Was meinst du? Mit ihm stehen, oder? Viel zu groß. Scheiße, ich hab das beim Herfahren gesehen und ich dachte, ey, bitte, Mann, wir müssen dann alle anhalten. Das ist ja so geil. Ja, gut. Next Daily Project. Ford K. Also günstige Versicherung und Steuer ist ja sicher. Gibt's Luftfahrwerk für den K? Ich glaube nicht. Soll ich dir mal so eine Karte reinmachen? Wir möchten ja Auto kaufen. Vielleicht meldet er sich ja. Ja gut, das muss ich einfach im Video zeigen. Leider ist er vorne noch nicht so tief, aber vielleicht ist er noch im Umbau. Hat er erstmal nur hinten. Ja, wir sind jetzt in der Halle angekommen. Doch bevor wir hier anfangen können, müssen wir auf jeden Fall erstmal aufräumen und ein paar Karren rausfahren. Unter anderem hier den Golf 2. Leider ist mein Tank leer. Deswegen pumpen wir jetzt ein bisschen Sprit von... Ist das der richtige? Ja. Okay. Da haben wir nämlich den Sprit vom Benz damals abgelassen. Da klaue ich mir jetzt mit dieser Pumpe hier ein paar Liter rein. So kann man theoretisch auch Sprit klauen, ne? Wir haben jetzt hier die Felgen reingeholt. Wie gesagt, 215-35 Reifen. Macht einen schönen Stretch, finde ich. Auch hier mit der Felgenschutzkante von dem Nankang gefällt mir immer sehr gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist diese Embleme, die dabei waren von Rafa. Die werden jetzt noch verklebt. Das darf Tools. Boah, der große Moment, geil. Chris hat es jetzt noch drauf gelassen. Chris lässt es einfach kontinuierlich drauf. Werden jetzt auch eingeklebt. Jules meinte, sie möchte gucken, dass mit diesem Raffa-Schriftzug, soll ich die Felge drehen oder kriegst du es hin? Einfach parallel dazu eingeklebt ist. Machen wir jetzt bei allen Vieren und dann können wir die ersten schon draufstecken. Es ist schwer. Es ist eine schwere Aufgabe. Liegt das jetzt an der Folie oder an den Nägeln? Es liegt an beidem. Nee, guck mal, das ist wirklich echt blöd gemacht hier. Ah, da ist eine Nut. Haha. Oh! Yes. Für die Hinterachse haben wir uns überlegt, direkt eine 5er Spurplatte zu montieren, denn vorne wird es auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Das haben wir durch Foren und auch schon durchs alleine mal dranhalten ohne Reifen vor ein, zwei Tagen direkt gesehen, dass vorne auf jeden Fall bearbeitet werden muss. Hinten wiederum sollte es mit einer 8,5er Felge mit ET35 relativ easy funktionieren und da wir vorne recht weit rauskommen, wollen wir natürlich, dass er hinten auch so weit raus wie möglich kommt, damit aber das Gesamtbild dann stimmt. Deswegen haben wir uns überlegt, jetzt hier eine 5er Spurplatte von Anfang an drauf zu machen. Wenn es dann wirklich zu eng werden sollte, können wir die immer noch runternehmen. Radnabe ist sauber, bisschen Kupferspray drauf, das heißt Spurplatte, Felge, Radschraube, ausprobieren. Also das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Auch von der Breite her, ihr seht es, mit der 5er Spurplatte. Vielleicht sogar mit einer 10er machbar. Das schauen wir jetzt mal. Nicht vergessen, wenn er einfedert. Wir haben hier keine Kante mehr zum Legen. Die ist ja original schon nicht vorhanden. Das ist sehr gut. Aber wir müssen natürlich auch verschränken können. Das heißt, nicht übertreiben. Erstmal die 5er. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ihr wisst, warum wir von Anfang an eine 5er Platte montieren. Denn ich denke, wir können hier auf jeden Fall minimal weiter raus, wie diese Felge original wäre. Vorne ist nochmal eine andere Geschichte. Da kommen wir gleich dran. Aber Alter, das erste Bild jetzt schon mal kann richtig, richtig gut werden, denke ich. So, Chris. Du hast die Ehre, lass mal ab das Ding. Ich gehe davon aus, er wird es nicht super tief sein. Wir haben es ja davor schon gesehen. Fahrwerk ist zwar ganz runtergeschraubt, aber so wirklich krass versenken wird er nicht. Deswegen sind wir noch ein bisschen raus mit der Felge, dass wir dann wenigstens schön breit fahren können. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, lass mal runterkommen. Alter, easy. Easy. Yo. Ist gut, Alter. Gar kein Problem. Guck mal. Also, wenn man von hier guckt, man sieht noch die Felge, aber die Lauffläche ist drinnen. Das könnte passen. Das könnte gehen, Alter. Und tief ist jetzt was anderes. Es ist nicht wirklich am Boden, Alter. Dafür, dass wir wirklich alles runtergeschraubt haben. Ist er noch auf den Armen drauf? Guck mal kurz. Das wär's jetzt natürlich noch. Ja. Okay, er ist noch auf der Bühne. Der Klassiker. Nee, obwohl, sie ist frei. Frei, gell? Ich weiß es nicht. Schraub mal ein bisschen runter. Müsste frei sein. Schöner. Okay. Alles gut. Also das ist die Tiefe, mit der wir jetzt... Ja, ich meine, ja, es ist nicht neu, da setzt sich nichts mehr. Aber wir rollen die nachher nochmal, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Aber alles in allem, uns war wichtig, dass wir genug Platz haben, auch mit der 5er Platte. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Auch wenn er jetzt noch ein bisschen einfedert, sollte passen. Von hinten auch ziemlich sexy. Er geht leicht in den Sturz, ihr seht es. Somit sieht man auch noch von hinten den Reifen. So muss das sein. Also für den Alltag auf jeden Fall überhaupt nicht zu tief. Auf gar keinen Fall. Definitiv machbar, aber sexy.
Alter, und jetzt vorne noch, Mann. Da bin ich mehr gespannt. So, vorne zeigen wir euch jetzt mal ein kleines Problemchen. Wie gesagt, 8,5x18 ET35. Wir versuchen drauf zu kommen. Und wo stehen wir an? Am Gewinde. Keine Chance. Das heißt, er geht zu weit rein. ET ist zu hoch. Wir haben es mit einer 5er probiert. Wir haben es mit einer 10er probiert. Wir sind wirklich bei einer 15er Spurplatte gelandet, bis wir hinten 3 mm hatten. Das heißt, jetzt müssen wir mit einer 15er Platte vorne diese Felge irgendwie unter diesen Kuffel kriegen. Let's go. So, Felge ist drauf. Wir zeigen es euch einmal noch ganz kurz im Zustand oben. Ja, das ist definitiv ein bisschen mehr Platz wie hinten, den wir hier noch machen müssen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Also ich glaube auch, dass er vorne nicht mega tief kommt. Wir haben, wie gesagt, ja schon gesehen mit den anderen Felgen, dass da wirklich low ist, nicht mit dem Fahrwerk. Aber wenigstens breit und irgendwie ohne Schleifen. Das wäre geil. That's it? Ja, that's it. Krass. Okay, wir stehen. Also wir sind nicht tief. Wir sind auf keinen Fall tief. Das ist klar. Aber du bist doch jetzt mal so. Lauffläche ist abgedeckt, gell? Sicher? Mhm. Tatsächlich. Lauffläche ist abgedeckt. Und ja, also es würde wahrscheinlich gehen. Jetzt kommt es halt drauf an, wenn wir verschränken, ne? Was passiert, wenn wir das Ding mal voll einfedern? Und vor allem steht er jetzt gerade oder ist er irgendwo höher oder tiefer? Das müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Was wir jetzt noch probieren wollen ist, er ist jetzt vorne schon noch ein bisschen weiter draußen wie hinten. Also man sieht es jetzt von hier auch ganz gut, wenn ihr mal schaut, wo die Felge vorne steht und hinten, da ist sie weiter drin. Wir wollen jetzt die zweite 15er Platte, die wir eigentlich hinten haben, hier mal links drunter machen anstatt der 5er. Dann kommt da hinten nochmal einen Zentimeter weiter raus, weil ich sag mal eins, wenn wir schon nicht wirklich ultra low kommen mit diesem Fahrwerk, wollen wir wenigstens so breit wie möglich kommen, damit die Optik dann stimmt. Deswegen hinten auch mal eine 15er drauf und gucken, was passiert. So, 15er Platte ist jetzt hier hinten drauf. Ich würde sagen, einfach direkt runter und gucken, was geht. Das wäre halt auch sexy, wenn das jetzt funktionieren würde. Dann ist er wenigstens bullig, wenn er schon nicht mega tief kommt. Alter. Sheesh. Das ist geil. Jau. Auch hier, Lauffläche. Ich hebe meinen Finger hin, wo die Lauffläche ist. Hier. Ihr seht es? Lauffläche ist hier und die ist abgedeckt. Nur der Stretch und unser Felgenhorn steht raus. Natürlich müssen wir jetzt mal wirklich gut einfedern, aber es würde auf jeden Fall im Gesamten nochmal ein geileres Bild machen. Auf jeden, das geht, Chris. Und das ist halt geil. Das Geile daran, wenn wir jetzt nicht ganz so tief gehen, können wir eben sowas machen. Das können wir sonst nie, wenn wir versenken. Das ist mal was ganz anderes jetzt. Okay, wir haben uns jetzt einheitlich dazu entschlossen, morgen noch 15er Spurplatten für die Hinterachse zu besorgen. Mari hat eventuell welche liegen. Hätten wir heute gerade mitnehmen können. Weiß man davor nie. Damit es dann vorne und hinten gleich aussieht von der Breite. Jetzt fahren wir ihn erstmal raus, machen eine kleine Probefahrt. Ah, was schleift. Hinten zwar jetzt nur die 5er, aber bei uns geht es eher um die Vorderachse. Und da müssen wir natürlich noch verschränken. Aber außerdem wollen wir wissen, wenn wir fahren, setzt er sich noch ein bisschen. Wie steht er danach da? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier so durch die Kamera schaue, es sieht schon verdammt sexy aus mit den Felgen. Also fahren ihn schnell raus und machen die erste Probefahrt. Aufgeschlagen, oder? Habt ihr euch das gehört? Ja, einmal schleift. War das Kotflügel oder war das Boden mit der Lippe? Boden, Lippe, glaube ich. Ah, okay. Wir sehen es ja gleich. Ich würde sagen, so vom Fahren her kein Problem. Jetzt nehmen wir nochmal auf die Bühne, verschränken ihn, auch im eingelenkten Zustand. Dann sehen wir, ob wir noch die Kotflügel vorne bearbeiten müssen. Hinten machen wir keine Sorgen, auch mit den 15er Platten morgen dann. Aber alles in allem, sieht's aus? Kann schon was, oder? Komm, spring rein, wir fahren wieder runter. So, erste Testfahrt erfolgreich, hat nichts geschliffen. Natürlich, der Verschränktest wird uns dann Klarheit geben. Eine Sache ist noch wichtig, wir haben ja eine Mindestbodenfreiheit, die wir so, ja, über die Jahre herausgefunden haben, mit der man relativ safe, zumindest hier bei unserem TÜV-Prüfer ist. Und das sind nun mal 7 bis 8 cm, die man überfahren muss mit festen Teilen. Also wir gehen hier nicht von der Schürze, sondern zum Beispiel unsere Ölwanne, die Achse, je nachdem, was hier der tiefste Punkt ist. Ich glaube, es ist sogar die Ölwanne. Das ist natürlich keine Garantie für irgendwen. Also das ist absolute Grauzone. Da kann jeder Prüfer entscheiden, wie er will. Wir wollen einfach, dass Jules hier zu 100% nächste Woche beim TÜV durchkommt und auch im Alltag safe unterwegs ist. Deswegen haben wir hier ein höchst professionelles, von Angela Merkel persönlich geeichtes Tool, unser TÜV-Brett. Auch liebevoll genannt das Gesetz. Und damit werden wir jetzt herausfinden, ob dieser Wagen TÜV-konform ist. Zumindest im Auge des Betrachters. Von hier mal erstmal die Achse. Oh ja, jetzt kommen wir durch. Also, er schleift ein bisschen, aber grundsätzlich, wenn du ein bisschen biegen und brechen, kommst du drunter. Also wir haben eine Achse genug. Schauen wir mal vorne an der Ölwanne. So, wo ist er? Da sind wir. Ich komme nicht an die Ölwanne, da ist eine Kackabdeckung. Vielleicht von hier hin. Von vorne vielleicht. Die scheiß Lippe ist so tief. Oh, von hier. Hier, guck mal. Okay. Ah ja, guck mal. Sind wir drunter. Man sieht nur Arsch. Danke. Bitte. Also, wir sind
Das darf natürlich nicht passieren, wenn jemand durchstehst. Wo hängt das denn jetzt? Ja. Ich habe nicht gesagt, wie fest es durch muss, aber es kommt durch. Wir nehmen einfach einen Hammer mit. Weißt du, mit den Jahren wird das immer mehr abgeschliffen und wir kriegen immer mehr Toleranz. Das Brett passt am Schluss auch ein bisschen wieder weniger durch. Nee, also das passt jetzt soweit. Wir haben ungefähr 7 bis 8 cm an der Ölwanne, was natürlich nicht gigantisch tief ist. Ja, ich weiß, ihr wisst, die meisten Autos sind tiefer bei uns, aber gerade hier mit den breiten Felgen und den Spurplatten viel tiefer wird dann schon kritisch und ich denke, er steht gut da. Also vorher, als wir gefahren sind, ich habe mir das Video kurz angeschaut, sieht schon sexy aus. Vor allem, wenn hinten an die Spurplatten drauf sind, glaube ich, wirkt das richtig schön bullig. Es gibt natürlich noch mal ein paar Fahrtaufnahmen mit Carporn, mit Rolling Shots, damit ihr doch dann das fertige Auto seht. Zum fertigen Auto fehlt noch ein bisschen was und zwar das Dach. Da müssen wir uns dann auch drum kümmern. Sieht nicht schön aus, ihr wisst es. Bisschen Folienreste nach wie vor am Start, die sehr mühevoll noch runtergemacht werden müssen. Da hat Jules richtig Bock drauf, nachher ranzuklotzen. Und wir schauen jetzt erstmal kurz mal verschränken, ob er vorne schleift oder nicht, wenn wir voll einlenken und das Gewicht auf eine Achse bzw. eine Seite von der Achse setzen. Oh, ich glaube, ich muss jetzt nach Hause. Was? Wir haben jetzt hier eine Stahlfelge mal untergelegt. Chris lenkt jetzt ganz ein, soweit es geht. Außerdem liegt noch eine Stahlfelge auf der anderen Seite, also links hinten, auch unterm Rad. Somit haben wir jetzt die komplette Last hier vorne auf der Achse und schauen, wenn er einfedert, ob hier irgendwas schleift, ob wir noch was bearbeiten müssen. Andere Richtung natürlich dann auch dasselbe. So, ich lasse jetzt hier langsam die Bühne ab. Hängt, oder? Hängt drin. Hier tatsächlich auch. Krass. Ha ja? Zumindest in die Richtung. Ich weiß nicht, wie es andersrum ist, aber hier hängt komplett drauf. Krass. Spülungen? Ja? Hat gewippt? Ja, ich würde sagen, das reicht, Alter. Krass. Nicht schlecht. Jetzt drehen wir mal in die andere Richtung und probieren dasselbe. So, nächster Versuch. Hängt, ne? Doch, Bühne ist frei. Bühne ist frei. Und wir haben Platz. Digga, wir müssen nicht mal Kupfel überarbeiten. So ungewohnt, obwohl wir komplett unten sind. Ja, wir brauchen es tatsächlich nicht mehr. Also das hatte ich auch noch nicht. Fahrwerk ganz runter. Felgen stehen so weit über, wenn er gerade steht, aber trotzdem schleift nichts. Ist richtig geil. Macht mir wieder Hoffnung. Hoffnung für deinen? Ja. Ja, da könnte sein, dass ähnlich was drauf kommt. Deswegen, ja, wir erzählen noch nicht zu viel. Benz ist dann die nächste Geschichte. Jetzt, wo das mit dem Fahrwerk passt, müssen wir natürlich morgen uns noch um die Spurplatten kümmern. Wir nutzen den restlichen Abend, um jetzt, wie gesagt, der Folie hier auf dem Dach noch an den Kragen zu gehen. Jules und Chris sind schon fleißig dabei. Wir haben zweimal dieses Radiergummi-Tool. Das heißt, wir können jetzt abwechselnd immer parallel arbeiten, sodass hoffentlich das Dach sehr bald schon von dieser hässlichen Folie befreit ist. Geht da was? Ja. Anstrengend? Ja. Upsi. So, wir machen gute Fortschritte. Man sieht bereits, diese ganze Fläche haben wir hier drüben geschafft. Chris hat auch schon da drüben alles gemacht. Man sieht auch jetzt wieder ganz gut, auch auf der Kamera, glaube ich, oder? Dass hier alles gelb ist, wo Folie war. Hier drüben ist es Silber. Das Problem hatten wir hier auch. Chris ist dann hier mit Silikonentferner und was war das andere? Isopropanol. Genau das, was ich nicht aussprechen kann. Mit dem ist er hier drüber gegangen und dann geht das mit der Zeit auch weg. Jetzt sieht es halt doof aus, gelb, silber, aber wie gesagt, das war hier auch. Wir machen jetzt noch ein bisschen, 10, 15 Minuten weiter. Dann machen wir Feierabend für heute und wir sehen uns dann morgen hier wieder mit hoffentlich den passenden Spurplatten. Dann bauen wir da alles fertig zusammen und dann gibt es auch schon ein paar Rolling Shots. Ich hoffe, es regnet nicht. Und selbst wenn, das ziehen wir durch. Bis morgen.
keine Schuhe. Leute, du hast Testschuhe in die Hose geschissen. Ich habe keine Schuhe an. Ja, basht mich alle. Magst du mal aufsperren bitte hier? Der Schuhlose. Schicki schicki, hey. So, hier stehen wir also. Der fertige, nein, fertige sind noch nicht. Die Felgen sind zumindest mal drauf. Der erste Schritt ist gemacht. Der Golf 4 hier im neuen Look. Fahrwerk ganz unten. Mehr geht leider nicht, aber ich finde beim Rollen sieht schon sehr sexy aus durch die Spurplatten und die breiten Felgen. Bist du zufrieden? Das ist die große Frage. Ich bin sehr zufrieden. Das wollte ich hören. Und wir sind wie gesagt noch nicht fertig. Jules hat da noch ein paar verrückte Ideen und ich feier's mega, bin super gespannt, wie der Wagen dann am Schluss aussehen wird. Ich glaube, der wird dich 1:1 widerspiegeln, wenn hier das fertige Design, der fertige Wagen vor uns stehen wird. Ja, mit diesen schönen Aufnahmen hier zum Sonnenuntergang mit dem jetzt wirklich sehr schicken Fake R32 beende ich dann auch das Video für heute. Geil, dass ihr wieder dabei wart. Falls noch nicht passiert, gerne jetzt noch abonnieren. Jetzt erstmal hier mit einem schönen Anblick vom Golf 4 verabschieden wir uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Video. Bis dahin, macht es gut, bis bald und ciao.